Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Let's Play Folge 28. Ich habe hier ein wenig angebaut und da wollte ich mal alles so zeigen, was ich in den Zeitraum so gemacht habe. Hier habe ich eine Holztruhe, hier eine sonstige Truhe, hier eine Sand-Kies-Erde-Truhe und hier eine Steintruhe. Dann, das war eben der Raum, wo man reinkommt, den habe ich dann hier und dann geht's hier ran. Dann geht's noch eine Etage weiter nach oben. Da habe ich hier das Schlafzimmer. Hier zwei Gästezimmer. Das sind einfach nur zwei gleich eingerichtete Zimmer. Aber den Teil will ich hier noch wegreißen, das will ich noch weiter reinbauen. Das ist hier ein sinnloser Raum. Und hier geht's dann nochmal nach draußen, da will ich dann den Durchgang machen. Und ja. Und ich falle immer wieder drauf rein. Das will ich jetzt mal zumachen. Ja, in der Folge will ich hauptsächlich zeigen, das was ich gemacht habe. Ihr habt ja vielleicht nur grün schimmern sehen. Ich habe ein Dorf gefunden. Und das habe ich nicht gecheatet hier, was hier alles ist. Das habe ich alles mit eigener Hand angebaut. Und ich habe noch ein wenig Holz da und da tun wir mal zu diesem Dorf fahren. Zwei. Naja, da tun wir noch was fällen. Hier tun wir noch weitere Sachen in die sonstige Truhe. Oh, war das jetzt Brot kommt mit. Das kommt mit. Genau, Eisenhelm. Schwert. Nee. Ihr wisst ja, wo das Holz ist. Ihr wisst es nicht, aber ihr habt es ja vielleicht gerade schon gesehen. Huch. So. Ja, haben wir Holz. So, da fallen wir ja nochmal so Bäume. Da haben wir wieder etwas Holz auf Vorrat. So, bauen wir uns ein Boot. Oder geht's auf zum Dorf. Und da seht ihr dann, dass ich nicht gecheatet habe. Da habe ich einfach nur das habe ich auf dem Weg noch mitgenommen. Es wird gerade dunkel, das ist natürlich scheiße, aber hier ist so deutlich schneller, als wenn ich jetzt hier rüber schwimme. Thank you.
Fahren wir in die Lagune rein. Da muss man hier mal schnell hier durch. Bin ich glaube ich falsch gefahren. So, fahren wir noch ein wenig weiter. Oh, das habe ich schon befürchtet. Ja, da müssten wir hier rüber. Und dann sind wir schon bald beim Dorf. Oder war das überhaupt hier? Oder war das ganz anders? Wir waren da dann in einer Wüste drin. Jetzt habe ich mir einen Timer nicht gestellt, aber ich nehme schon 7 Minuten auf. Da wird die Folge etwas länger. Jetzt ist es 16.19 Uhr. Ich nehme die Folge. Scheiße. Wo ist das hier? So, nach dem kleinen Kampf ziehen wir weiter durch die Gegend. Wow. Und ich kann mich wieder erinnern, dass wir hier waren. Hier sind wir, glaube ich, auch schon gewesen. Genau, da hatten wir das da drüben gesehen. Das ist ein Dschungel. Also durch den Dschungel sind wir zwar nicht gelaufen, aber ich werde mich jetzt mal hier durchkämpfen. Oh. Ich gehe lieber in ein Gebiet, was ich auch hoch belaufen kann. Ja. Was habe ich noch in den Folgen gemacht? Ich habe nicht nur gereist, ich habe eben ganz viel gebaut. In der Mine unten war ich nicht.
Also ich habe keine weiteren Erze gefunden, aber in den nächsten Folgen werde ich mal wieder auf eine Wüstenreise machen gehen, wo ich mir dann eine Base aufbaue, ein Skelett. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Ich hätte mir die Koordinaten wieder. Die habe ich ja vor mir. Wartet mal kurz. Wo sind die Koordinaten? Ich hörte es vielleicht jetzt ein wenig rascheln im Hintergrund. Irgendwo Koordinaten aufgeschrieben. Die ich auch benutzt habe. Und die finde ich nicht. Nein, nein, nein. Zettel, Zettel. Falscher Zettel. Nein. Wo ist der Zettel? Wo ist der Zettel? Keine Ahnung. So ist schlecht. Dann finden wir nämlich nicht mehr nach Hause. Ja, vielleicht habe ich ihn ja hier. Irgendwo drunter versteckt. Gefunden. Das Dorf liegt bei minus 900, 852. Das sind wir ja weit weg. Oh, wir entfernen uns gerade wieder. Wow. Noch schneller. Wow. Also wieder zurück. Wollte ich gerade springen, da war es zu spät. Gehen wir nicht hoch. Mein Schwert ist auch gleich kaputt, das ist sehr schlecht, also es könnte auch mal Tag werden. Runter gehe ich jetzt nicht. Es wird Tag. Und wir machen uns mal wieder auf die Heimreise. Ihr glaubt mir bestimmt, dass ich das von einem Dorf habe. Da werden wir auch im späteren Let's Play nochmal hinreisen.
Und deshalb, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja ein paar Kakaobohnen. Könnten wir auch mal die Frage beantworten. Mir hat jemand geschrieben, du bist auf einer Dschungelinsel, aber in jedem Dschungel gibt es einen großen Berg und einen See. Warum ist das bei dir nicht so? Na, das sage ich nur eins. Ich bin auf einer Insel. Und das ist ein Berg und ringsrum ist Wasser. Von daher. Das war ein geiler Krater hier. Das sind die Krater, die mir ja mal jemand erzählt hat. Wo man nicht so schnell wieder rauskommt. So, jetzt gehen wir mal wieder nach Hause. Ein bisschen Clay schadet nicht.
Wenn wir zu Hause sind, dann tun wir die Aufnahme beenden und sehen uns dann in der 29. Folge, die dann nach der Pause, nach der kleinen Sommerpause von mir stattfindet. Da bin ich verrutscht. Falsche Richtung. Da bin ich verrutscht. Nach der Sommerpause. Ich habe eigentlich schon bis zum 15.07. durchgeplant. Und da jetzt dieses Wochenende ich wegfahre und nächste Woche auch auf Klassenfahrt bin, wird das erst wieder nächsten Freitag. Nächsten Freitag ist der 12.07. Da wird wahrscheinlich das nächste Video werden. Wenn ich das jetzt aufnehme, das ist der 4.7. Ich tue das aber einen Tag nachher, also am 5.7. auch ein Freitag, noch frühs hochladen. Es wird wahrscheinlich so um 7 jetzt hochgeladen sein. Und ja. Meine Finger verkrampfen wieder so sehr. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. F3 kann man ausmachen. Ich tue es wieder jetzt auf zwei Hände balancieren. Jedenfalls kommt das nächste Video am 12.07. Spätestens am 13. und kommt dann in den ganzen Sommerferien. Weiß ich nicht dann, aber da muss man mal sehen. Da mache ich dann auch Specials und wollen wir hoffen, dass wir Ende August die 100 erreicht haben. Aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. So, das sehen wir doch schon was. Unsere Farm. Und es ist eh gleich 40 bei mir auf meinem Timer. Wo ist der? Wo ist der hin? Ach hier, unter dem Blatt. Es stehen jetzt 17 Minuten drauf. Es werden bestimmt mehr sein. Ich glaube, das wird sogar eine 30-Minuten-Folge. Ich bin mir nicht so richtig sicher. So komisch aus. Ja, jedenfalls, wenn ich jetzt schlafen gehe, nach dem Schlafen beende ich sofort die Aufnahme und wir sehen uns dann am 12. bis 15. 7. 7. wenn ich dann die nächste Aufnahme wieder starte, wieder. Und dann sage ich mal Tschüss und schöne Fahrt oder Klassenfahrten, was auch immer habt. Oder wenn ihr schon älter seid, wünsche ich euch einen schönen Ferienbeginn. Und dann sage ich mal Tschüss und auf Wiedersehen.